Was dich nicht tötet, macht dich stärker. Das haben wir hart arbeitenden Amerikaner in uns. Ihr könnt auf uns zählen, besonders im Fußball. Bis zu meinem 16. Lebensjahr habe ich auch Basketball gespielt. Nach einer Teamreise nach Argentinien habe ich meinem Vater, einem ehemaligen Basketballprofi, gesagt, ich wolle nur noch Fußball spielen. Das war hart, er wusste nichts über Fußball. Aber heute weiß er, es war die richtige Entscheidung. Ishak Belfodil ist immer lustig und gut drauf. Ein Jahr bevor ich zum FC Dallas kam, haben sie mir in einem Probetraining gesagt, ich sei nicht gut genug. Mein Vater sagte nur, zeig ihnen, dass es ein Fehler war. In unserer Familie gibt niemand so schnell auf und so war das ein Signal für mich, nur noch härter zu arbeiten. Mit Houston haben wir Dallas dann zweimal besiegt und ein Jahr später haben sie mich angerufen. In meinen Ferien bin ich am liebsten zu Hause in Alabama. Dort ist es zwar nicht so aufregend, eher eine langweilige Gegend. Aber wenn ich da bin, ist es ein wunderbarer Ort. Hier finde ich Heidelberg sehr schön. Tolles Panorama, sehr viel Natur, ein wunderschöner Platz. Bevor ich Abwehrspieler wurde, war Cristiano Ronaldo mein Idol, später dann Jerome Boateng. Ich habe ein Tattoo von Martin Luther King. Er hat die Menschen in Birmingham sehr geprägt. Meine Mutter ist weiß, mein Vater schwarz. Mit seiner Haltung würden viele schlimme Dinge nicht passieren. Er ist eine große Inspiration für viele schwarze Menschen in meiner Heimat. Ich habe ganz viel Sport betrieben und Ende der 2000er hat der Börsencrash die Firma meines Vaters und unsere Familie sehr belastet. Sport kostet in den USA Geld und trotzdem haben ihn meine Eltern mir immer ermöglicht. Auch deshalb wollte ich Profi werden, um es ihnen zu zeigen, dass mir das unendlich viel bedeutet hat. Das Essen war für mich der größte Unterschied zwischen Deutschland und zu Hause. Zwei Welten eigentlich. In den USA gibt es so viele Kulturen, auch beim Essen. Und hier kam es mir vor, gibt's nur Fleisch und Kartoffeln. Ich selbst mag am liebsten Chicken Wings mit Pommes. Als Heranwachsender habe ich in den USA immer wieder von Gewalt gegen Afroamerikaner gehört. Das hat in den letzten Jahren sogar noch zugenommen. Wir als Fußballer haben eine große Plattform und da gibt es nur eine Haltung, stoppt Rassismus, das ist niemals zu akzeptieren. Das ist mir und meiner Familie sehr wichtig. It means a lot to me and to my family.